Hallo, liebe Freunde, guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag, so wie ich ihn sicher hatte, wenn ihr diese Folge seht. Ja, ich bin Bassinator LP, das Spiel heißt Dead Space 3 und ich spiele mit einem Mann, der wunderschön ist. Ja, dessen Schönheit eigentlich nur noch von seiner Intelligenz übertroffen wird. Ein Mann, wie ihn jede Frau möchte. Und auch die Mütter möchten ihn als Schwiegersohn haben. Es ist LP Tibeo. Ja, Hallöchen. Ja, machen wir mal weiter mit der nächsten Dead Space 3 Session. Ja, so, wir haben uns ja jetzt das Ding hier geholt, damit wir hier weiterkommen, weil der Herr meinte ja, wir müssen Genau. unbedingt erst in den dritten Stock. Ja, wir waren wieder zu gierig nach dem Vorräten. Was heißt hier wir? Was heißt wir? Wir müssen in den dritten, wähl den dritten. So eine alte Backpflaume, Jetzt sagt der Richter. ach, nö. Partner wartet am Schalter. Mein Partner wartet am Schalter. Inventar ist voll. Hehehe, fick dich. Weißt du, die ganze Es hat Zeit gedauert, hier. aber ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Ich weiß nicht, warum ich am Leben bleiben durfte. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. Es wird Zeit, dass du zu uns stehst. Oh, danke schön. So, was geht denn hier ab? Ich höre Jetzt Musik. runterkommen, kommen wieder Necromorphs. Necromorph. Necromorphische. Springe. Ich kann ja nicht mal Selbstmord machen. Das ist schon ein Arsch. Schnapp sie dir. Das war's schon? Nein, da kommt noch mehr. Du machst das ganz toll. Aua! So, liebe Zuschauer, so kommt man unbescholten durch dieses Spiel. Genau. Bist du fertig da unten? Jo, Kann ich wieder runterkommen, ja? darfst du dann, ja. Sollte ich immer so machen. Oder sammeln wir alles ein? Ja. Hier vorne, Ich da vorne glaube. muss auch noch was liegen. Wir wollen aber nicht geizig sein hier, ne? Ja, komm mal hier, da liegt noch was. Ja, habe ich schon. LOL! Du bist doch Alter! Boah, ja, Ah, der fällt immer wieder drauf rein. Bist drin? Wo drin? Fahrtool. Fahrtool. Fahrtool? Nö. Hast du nicht gesagt? Oh, ich war was vergessen. Ja. Das ist es, mal wieder auf den Kollegen warten muss. Ja, ich habe ja geguckt, ob ich dich noch irgendwo reinlocken kann. Ja, ich stand zu dem Fahrstuhl. Ah, nee, das wird doch lustig. Ja, was guckst du denn immer, wo wir lang müssen, Mensch? Es gibt ja nur eine Tür. Kannst ja gerne an die Decke springen, mein Freund. Ah! Noch ein neuer Freund. Mensch. Hugo. Na, geht doch. Ja, geht doch. Komm nicht gleich so, du Sau.
ich nichts wissen, was du wollen von mir. Du wolle, Arschloch. Was hast du denn? Weißt du, eben war der noch nicht da, dreht sich um, ist er da. Muss anrufen. Voll die Probleme, ey. Die haben so rumschreien müssen, ja? Ja, ne? Ich komme. Oh! Oh, von der Twitter-Patch, das ist ja lecker. Arschloch! Steht der überhaupt wieder auf, ja? Ja, voll der Penner, ja. Erstmal! Der denkt auch, der kann sich's erlauben, wisst ihr? Ja. Katzen terrorisieren mich hier wieder. Echt? Ja. Wir werden jetzt wieder wach. Oh Gott, weg, weg! Au! Arschgesicht! Au. Ja, die hasse ich, die Dinger hier, die Krabbelfischer. Jetzt, wie lebt noch? Na, hebst du das jetzt auf oder nicht? Ist es denn zu fassen? Ja, wo komm ich? Ich schubse die Leichen vor mir her. Du, ich lauf dir nach, warum rennst du denn hier im Kreis? Ich wollte dich in die Falle locken, verstehst du? Ja, ja. Das kann ich besser. Was guck mal her, hier liegt noch was. Na, hab ich schon. Seit wann kannst du was? Ich kann alles. Ah ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut kann, aber ich kann alles. Ja, die Musik geht mir auf den Senkel. Ich habe wieder den Timer, also es ist. Ja, scheiß auf den Timer. War es ein Blick wert? Sie ja, erfüllt. Hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut, ich gehe jetzt zur achten Sektion und sehe mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es keine Schrottmühle. Oh. Medipack. Sollte man ja nicht liegen lassen. Medipack? Und zuvor liegt Munition. Nicht. Na, wieder auf das Scheißding. Ah, es funktioniert. Ja. Und Achterstation bedarf. Yay. Oh, das Weltall. Unendliche Weiten. Ach. Wir sind auf der Terra Nova. Echt? Und werden uns bald zum Planeten Tau Volantis begeben. Krass. Um dort alles auszuräumen. Kommen wir denn auch auf den Planeten Melmac? Nein, zu dem kommen wir nicht. Das ist ein Skandal. Ja. Ich wollte Alf besuchen. Ob er schon mit Rhonda verheiratet ist? Ja, ich gehe mal von aus. Was haben wir denn hier für einen Raum? Ui, ui, ui. Ui. Ah, muss ich nochmal bauen, okay. Militärantrieb. Ja. Hab ich doch schon. Oh, Inventar voll. Was haben wir denn gerade gekriegt? Yo, ich brauche eine Bank. Ja, ich auch. Haben wir hier draußen keine? Dann weiß ich nicht.
Nee, haben wir nicht. Müssen wir mal gucken dann. Oh, 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 oh. Oh, so wieder. Wie der sich auch nicht mal umdreht, ey. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, ich bin drin. Puh. Ich hasse diese Dinger. Das sind noch Freunde von dir, gib zu. Nee. Also ich möchte nicht mit Nekromorph befreundet sein. Warum nicht? Lustige ist, dasselbe sagen die über dich. Ich habe die Crusher gefunden und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Kiste Remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Dann bau mal. Ich brauche eine Bank. Ja. Alter Bankdrücker. Ja, lieber Bankdrücker als Schulbankdrücker. Ja. Oder was sagst du? Ich drücke alles. Du drückst. Kaputt. Danke für das Minipack. Ah. Oh? Schön. Du hässliches kleines Mistvieh. Nein, nicht die Leiter, Trottel. Ist auch immer nachladen zu sehen. Die anderen beiden Teile finden wir nicht hier. Der eine Vorwärtsrolle macht, der Isaac. Komm, wenn du? Ja, da. Hm. Wir müssen nämlich jetzt gleich auf die andere Seite. Müssen wir das, ja? Müssen wir, ja. Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse. Hier gibt's Kekse. Ja, sag mal. Und tschüss. Voll die Trottel. Oh. Wo ist er jetzt wieder hin? Da. Schön. Ja, natürlich war das schön. Ich war ganz schnell an die Bank. Nein, nicht an die Bank. Gut. Die Deckung. Alter, was? Welchen Teil von die Deckung verstehst du nicht? Brauch Hilfe. Ach, Mann. Muss man dem alten Rentner hochhelfen. Das ist auch der richtige Rentner. Diese Geräusche hier. Überall ja, diese stimmt. Drecksviecher. Ich komme nicht an die Bank ran, mal was abzugeben, müsste. So, ne?
Kennst du den Mistviecher, oder? Nein, ich bin voll auf den Piss, ey. Wichsfressen. So. Hallo? Ja. Da lang. Muss ich mich jetzt noch zwei Teile noch zusammensuchen. Okay. Dann muss ich die an der Bank erstmal machen. Der andere ist da oben? Nee. Was denn nun? Da oben. Ja, kannst wieder runter gehen. Ja, danke, Blödmann. Wenn man dem mal nachläuft. Er ist auch so doof und rennt mir hinterher, ja, wie so ein kleiner. Wie ja, so du nur in meine Fallen rennst. Aua! No, Moment, wa? Aber wo? Ja. Lass mich hier wieder rein. Hey! Huch! Miststück! Ja, du musst schneller werden! Ja, ja, warte nur ab. Ich nehme extra wieder runter, ja, weil der nicht aus dem Arsch kommt. Guck mal, davon lag noch was. Ja, ich hab Inventar voll und so. Ach so. Würde ich auch sagen. Hm, genau. Aber scheiß an hier. Guck auch mal ran hier. Was so abbankt. Bestimmt die Bank of Scotland. Ja, so was in der Art. Ah, wir leben meine Ressourcen. Du kriegst Ressourcen, ja. Ressourcen, ja. Was hab ich denn hier neu? Was hatte ich schon? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich brauche immer noch 625. Wolfram, 2250 Halbleiter und 3550 Altmetall. Ah ja. Für die Pitchdeck. Oh, das ist ja interessant. Medizinische Hilfe. Vom Spieler verbrauchte Erste-Hilfe-Pakete heilen auch den Partner. Ja. Auch Munitionshilfe ist halt auch gut. Munitionssammler ist besser. Wenn du Munition droppst, den nimmt er automatisch auf. Das brauchst du gar nicht mehr machen. Nein, das Munitionshilfe ist, das erweitert irgendwie. Also dann können wir beide mehr Munition in die Waffe reinmachen. Ah, das ist natürlich auch gut, ja. Ja. Kling. Ja, was mehr hat der alte Mann denn da wieder so lang rum? Das ist ja wohl nicht zu fassen. Er ist schon müde, oder was? Nein, natürlich nicht. Der Herr war ja nur arbeiten heute. Was? Mir unauffällig folgen. Unauffällig? Oh, da lacke was. Stasehilfe. Oh ja. Dreh, Baby. Mach die Klappe auf. Sieht
müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Starte. Zack, zack, Bitch. Ey, du redest hier von Mrs. Ellie, ja? Moment. Das ist mir scheißegal. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Das ist ein roter Punkt. Okay. Schieß ihn ab! Meine Armstütze rutscht schon wieder weg. So, was müssen wir jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, da runter. Ja. Wir müssen nämlich jetzt das Shuttle betanken. Oh, wie schön. Ja, nur auch mal eine Abwechslung, ne? Ja. Nicht immer nur auf Necromorphs ballern, auch mal ein bisschen was für die Umwelt tun. Aber dabei auf Necromorphs ballern. Ja, nebenbei so ein bisschen. Man kann dir unter den Rock gucken. Ah, hier. Stell die bei mir hin und dann schick den Bot wieder los. Ja, 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 warte. Lauf los, mein kleiner Freund. Genau, lauf los. Such eine Frauchen. Kommst du wieder welche? Ich hab da was gehört. Ja, ich auch. Aber hier hoch muss man. Lass mal provisorisch schießen. Mal zur Sicherheit, ob es so funktioniert, ne? Ja, das war ein Warnschuss. Ein Warnschuss? Die kommen jetzt bestimmt extra nicht, die haben Angst. Schau mal da. Einmal Feuerrate, einmal Schaden. Ja. Das ist doch mal was. Ich höre euch doch. Lauf, Forrest! Die kommen jetzt gleich. Das ist schön. Kraftstoffdüsen nicht bereit. Oh, muss auf der anderen Seite, ja. Jetzt wird beide hier ran. So. Jetzt kommen sie. Da kommen noch mehr. Gott. Yo, ein Schuss, das Ding ist durchtrennt. Level geil. Level geil. Fertig. Wow, noch ein Freund. Schön. Attacke von hinten. Ach, bist du. Du noch, immer yeah. So aussehen musst wie diese Viecher. Ja, Tentakeln und so. Ja. Aber ein Kleinformat diesmal. Ja, dann aktivieren wir das hier mal wieder. Ja, activate. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Ja, die stellt sich jetzt richtig dumm an. Meinst du, wie wir immer? Oh, Technik, die tappt ein. Oh Gott.
Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Los, komm, wir müssen weg hier. Ja, mache hinne. Wir werden gleich geröstet. Ein Warnschuss könnte sich noch bewahrheiten. Oh Gott. Jetzt stecken in dem Feuer. Ja, wo müssen wir hin? Hier lang, aber pass auf. Und das ist alles deine Schuld. Und jetzt schnell durch. Oh, nicht du schon wieder. Der geht an hier rum, sag was. Oh, shit. Du bist ein Troll. Und jetzt. Oh, kann ich nicht. Scheiße. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig Hilfe. Räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit ist an der Treppe? Ich bin jetzt am runterlaufen. Kam nicht an viel vorbei. Ich rufe den Fahrstuhl. Das viel nervt ein wenig. Das ist ja auch der Unsterbliche. Er tut sich ständig wieder. Regenerieren, man kann ihn nur auf Status setzen. Oh. Nein! Lass mich nicht alleine mit das Ding. Mit das Ding. Aha. Boah, wie lange dauert denn das hier? Ich komme. Lade nach. Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Und jetzt hoch. Jetzt bin ich nicht mehr. Der ist nicht zu toppen, das Ding. Batman würde ihn schaffen. Nee, nicht mal Batman. Doch, Batman auf. Könnte das. Oder MacGyver, der würde da irgendwas basteln. Ach ja, keine Munition. Und durch. Da muss Munition nicht mehr vorbei. Nein! Aber warum habe ich Schaden gekriegt? Ich war auch schon vorbei. Oh! Mit dem jetzt auf die andere Seite. Na toll. Wir hoffen, dass jetzt. Aha, du das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Ja. Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Komm rein hier. Ja, ich bin drin, Baby. Lade nach. Ja, mach das. Rasante Action hier bei Dead Space. Ja, die Folge hat Überlänge. Ja, nicht so schlimm. Wir haben auch hier Rost, pass auf. Und durch. Rostzwiebel kommt. Ah, sag ich doch. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Da bist du verführt. Ja, ich bin hier. Wann sind wir endlich aus dieser Hölle verschwunden? Was machst du denn? Eine Vorwärtsrolle. Ja, warum? So, ein sehr guter Moment, um zu sagen, wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Dead Spatze 3. Genau. Tschüss. Tschüss.